Es ist seit dem Jahr 2005 eine schöne Tradition, dass der Automobilclub von Deutschland, der AVD, jährlich im Mai im Zwickauer Land und im Vogtland die AVD Sachsen-Rallye veranstaltet. Nach den Corona-bedingten Ausfällen im Mai 2020 und 2021 findet das Event nun am kommenden Wochenende wieder als Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft und auch als Endlauf dieser Meisterschaft statt. Verkehrsseitig wird es an den Veranstaltungstagen zu einigen Einschränkungen kommen. Wir haben uns heute mal auf den Weg gemacht, um Sie über die angedachte Straßensperrung zu informieren. Aufgrund der Wertungsprüfungen im Stadtgebiet Zwickau sind am Freitag in der Zeit von 16 bis 24 Uhr folgende Sperrungen erforderlich. B93 Dr. Friedrichsring zwischen Mauritiusbrücke und Breithauptstraße. Außerdem B173 Äußere Dresdner Straße Glückaufbrücke, Zwischenzufahrt Arbeitsgericht und Gewandhausstraße. Aufgrund der Einrichtung des Fahrerlagers ist der Hauptmarkt von Freitag 7 Uhr bis Samstag 21.30 Uhr gesperrt. Gleiches betrifft auch den Kornmarkt und den Domhof, einschließlich der Teilflächen angrenzender Straßen und Plätze. Im Zuge der AVD-Rallye werden außerdem auf dem Platz der Völkerfreundschaft und dem Parkplatz Alter Gasometer in folgenden Zeiträumen Sperrungen erforderlich. Auf dem Platz der Völkerfreundschaft von Donnerstag 12 Uhr bis Samstag 24 Uhr. In diesem Zeitraum wird der Platz vollkommen gesperrt sein. Der Parkplatz des Alten Gasometers wird von Freitag 17 Uhr bis Samstag 22 Uhr teilweise gesperrt sein. Weitere Informationen zur Rallye sind im Internet unter www.avd-sachsen-rallye.de abrufbar.